Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, es ist 5.34 Uhr am Morgen. Ich konnte nicht mehr schlafen und ich habe später dann nicht mehr so viel Zeit zum Aufnehmen. Deshalb dachte ich, so frisch am Morgen, nehme ich mal auf. Und der Bloody Striker ist auch auf und sammelt wahrscheinlich Magneten. Hübsch. So, die anderen sind alle off. Ja. Ja, hier haben wir auch nicht so viele Freunde. Wir sind ganz einsam, so schlimm. Nun gut, wir haben hier noch ein paar Quests zu machen, scheinbar hier oben. Ja, kann ich mal das Reit hier haben? Das wird wahrscheinlich hier gar nicht. Doch! Wow! Das überrascht mich jetzt. Wie breit ist kein Platz? Aber dort im Gebüsch hier drinnen ist Platz für unser Stubentiger. Stubenpanther. So. Wir müssen jetzt nach rechts, okay. Machen wir hier die Quests fertig. Ich hoffe, sind dann alle. Aber ich denke nicht. Nein. Oder doch, die zwei können wir nicht machen. Ja, geben wir da noch ab. Und wir sind großer Abenteurer. 50 Quests erfüllt. So, die nächsten wären dann die Bienen. Gehen wir dorthin. Ja, es waren wirklich wieder viele online gestern Abend. Da war ich kurz drin und habe ein bisschen den Magier gelevelt. Das ist jetzt Stufe 16. Und ich hatte fast keinen Platz zum Leveln. Also es waren so viele eigentlich unterwegs. Immer so in zwei, drei Grüppchen. Und ich bin ganz alleine gewesen. Oh, das ist so auch. Kann nicht hinschauen. Gut. Wir müssen hier die Wespen töten. Diese hässlichen, hässlichen Wespen. Obwohl die hässlichen Teile. Und eine Kampfaxt. Ja, mit Aussprechgeschwindigkeit. Eine Axt, also ein Barbar mit Aussprechgeschwindigkeit. Nun gut für seine Schreie vielleicht. Damit er schneller schreit. So, wie viel haben wir jetzt? Drei, genau. Da noch abschießen. Damit sie schnell, weniger schnell zu uns kommt. Ich habe irgendwie wieder Spaß, Regnum. Richtig geil. Also, wenn es euch mal schlecht geht, esst Cashewkerne oder Nüsse. Je nachdem, wie man es denkt. Ich habe gestern gekauft und ich bin so süchtig nach denen. Wer sich fragt, was Cashew-Nüsse sind, das sind diese halbmondförmigen Nüsse, die ganz hellen, in den Party-Packs drin. Und die sind extrem gesund, die helfen sogar gegen Depressionen, gegen Champions of Regnum, Flauten. Also wenn Champions of Regnum ein bisschen nicht wenig Spaß macht, esst Cashew-Kerne und ihr seid wieder glücklich. Und wir sterben fast. Boah, 81 Damage, das ist klar. So einen Crit wollen wir nicht noch einmal bekommen. So einen Kampfzauberstab, aber... einer mit 23 bis 31 schon. Aber minus 1. Nö. Lieber ein bisschen Honig schlürfen. Scheinbar nichts los. Um diese Früh. Ich glaube... Es gibt so einen Schutz, man kann, glaube ich, Forts einnehmen, aber keine Walls. Also die Walls, also die Burgmauern nicht. Wieso haben wir eigentlich die längste Mauer und die kürzeste? Bisschen unfair, ich hätte lieber die Halbinsel hier rüber machen können und hier noch ein bisschen weiter. Aber man kann ja nicht angreifen, oder scheinbar kann man die Luken gar nicht benutzen, wenn die Mauer nicht eingenommen ist als Gegner, oder? Ich kenne mich noch nicht so gut aus, aber eben, wir können dann richtig durchstarten. Ich freue mich so, also mit mehr kann ich dann viel besser leveln. Aber ihr seht, es ist halt auch immer noch sehr, so ein Beschwör bei starken Monstern wäre schon angebracht, aber...
Diesen Luxus habe ich nicht. Es will ja niemand mit mir zusammenspielen. Alle haben, sagen die ganze Zeit, ja, Champions Recon ist langweilig. Ich habe keinen Bock. Es nervt schon ein bisschen, aber nun gut. Ich bin ja auch nicht der, der im Chat, im Ignis Chat nach Beschwörer sucht oder so. Ich könnte es mal machen, aber dafür habe ich auch nicht so viel die Zeit. Und wir haben es schon fertig, die Quest. Wollen wir noch ein bisschen leveln hier? Ja, komm, noch ein bisschen. So. Aber nicht voll, also nicht bis mehr Lebensenergie leer haben. Die da hinten noch. Dann ist gut. Und dann müssen wir wieder zu... Oh, greift uns einer noch an. Eine Ding. Ameise. Ich habe schon von Ameisen, weil bei mir beim Haus Ameisen haben. Die kommen immer nach oben ins Klo, also ins Badezimmer. Aber wir haben sie seit ein paar Tagen eigentlich recht besiegt. Dass die nicht in die Küche gehen. Vielleicht kommen sie nicht in die Küche oder so. Keine Ahnung. Also ich würde mich als Ameisen... Ah, oh, endlich. Ich dachte schon, ich backe da drin. Immerhin ist es keine Treppe des Todes. Wie bei dieser Stadt Melekati. In Melekati, Todestreppe. Also wenn ihr andere Parts gesehen habt, habt ihr es vielleicht mal gesehen. Richtig lustig. Man geht die Treppe nach unten, also Treppenstufe pro Treppenstufe runter und bekommt über 300 Schaden, weil man runterfällt. Irgendwie checke ich das nicht. So, verwesende Leiche, die müssten denn hier sein, genau, das waren die das letzte Mal, wo gelb waren. Da ich ja jetzt nicht so Items suchen muss, ist das eigentlich echt gut. Da ist noch ein Stab für mich. Und den muss ich nie drüber tun. Intelligenz ist jetzt nicht so wichtig. Ah, da bist du. Ja, jetzt sind sie eigentlich grün. Jetzt können wir sie auch gut besiegen. Die machen irgendwie 200 Schaden mit dem Feld. 260. Okay. Greif doch an, du blöder Hund. Oder Katze. Vielleicht noch heilen. Ups. Wieso habe ich nicht... Weil ich nur aufs Pferd, aufs Ding gegangen bin. Ja, ist egal. Im Leben darf man ja sterben. Yay, yeah, jetzt sind wir wieder hier. Wow, sehr toll. Und das Pet ist noch hier. Oh, gut. Aber wo? Wenn man dich braucht, wo bist du? Hallo, komm raus. Oder ist das Pet noch dort? Aber es ist noch hier, also. Dann machen wir einfach weiter, fertig. Bin ich halt wieder mal gestorben. Seit langem. Na gut. Ist halb so wild. Ich habe mal vor ein paar Tagen nachgeschaut, was diese Windmühlen so gibt. Aber die gibt's gar nicht. Also die wurden frei erfunden. So. Also es gibt so Windmühlen, die an Ketten sind, ja. Aber nicht an den Stangen und so. Gut. Also die Welt ist noch recht hübsch, aber halt detailarm. Aber eben, ist doch besser, wenn es ein bisschen öffentlich ist. Nicht irgendwie instanziert. Ich habe erst kürzlich wieder ein Video geschaut von The Elder Scrolls Online und ich kann das Spiel nicht ab. Die haben das so kaputt gemacht, das hat nicht mit wie Elder Scrolls Skyrim oder so nichts gemeinsam. Also es ist ja nicht von Bethesda Studios Softworks und ja, es ist einfach nur pottenhässlich. Es ist spielerisch, macht es keinen Spaß.
Die ganze Zeit hast du Loot, die du das wieder verkaufen musst und so, oh Gott. Wenn dann Rüstung und Waffen, ja. Oder Edelsteine oder so, aber nicht irgendwie Loot, wo gar nichts bringt. Wie zum Beispiel der Honig hier, das ist auch Loot. Und die Berufe, die machen keinen Spaß, weil sie einfach nur Sammelberufe sind. Die Schlachten, also es ist kein RFR, es sind nur Schlachten. Es ist nur eine Burg angreifen, wo inszeniert ist, und also instanziert ist. Und genau das macht eigentlich keinen Spaß. Es nützt dir nichts. Es nützt dir null. Vielleicht ein paar Level gibt es ja dann auch nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, was man so bekommt bei diesen Schlachten, aber vor allem ist es... Naja, da spiele ich lieber Arch Age. Und Archlord. Metin 2, nein. Nein, nicht angreifen. Bleiben. Folgen. Komm. So. Wieso habe ich einen Halbedelstein? Ah, das ist... Was, die bekommen wir so selten? Oder haben wir die wieder... Hä? Die haben wir vorher nie bekommen, oder was? Okay. Wir haben so zwei oder drei schon getötet. Also zwei haben wir getötet und keinen bekommen. Okay. Aua, das ist einfach zu stark, Mann. Was habt ihr da gemacht, liebe Entwickler? Das ist ein Feuerball vom Hexe. Wie haben die denn? Und wieso, Hund, greifst du nie an? Wir können immer noch zwei, das ist langweilig, okay. Ich werde die Quest dann nach dem Ding machen. Wir haben jetzt erst drei, haben wir jetzt, glaube ich, habe ich gesehen. Dann machen wir weitere Quests in Allerhead oder Medianet. Ich weiß jetzt nicht genau, wo es weitere Quests gibt. Ja, bringt nichts, also. Das ist nun mal Scheiß bei diesen Level, bei diesen Gegnern. Auch später die Geister. Also, was man bei Syrtis für Geister erledigen musste, die weichen einem eigentlich immer aus und machen selber die ganze Zeit konstant Schaden. Das ist schon hart. Und die geben überhaupt keinen Loot. Also die Geister, die können wahrscheinlich keine Waffen und Rüstungen tragen. Nur so kann ich es erklären. Weil sie ja durchlässig sind, so. Tja. Geist ist sowieso eine Gegnergruppe, die in eigentlich jedem Spiel scheiße sind. Vor allem Diablo 3. So zeigen sie dir das Leben aus, machen dich langsam, neffen rum, machen sich unsichtbar, kommen einige Zeit nicht und, oh, schlimm. Immerhin haben sie hier alles eigentlich nicht eingebaut und sind nur Gegner, die haben Fische einmal. Aber Herzstrand, da machen, gehen wir los. Runter. Ich dachte immer, ich müsste Angst vor meinem Pet haben, dass es nicht stirbt. Aber ich habe Angst, dass ich nicht sterbe. Dass der Charakter von mir nicht stirbt. Da habe ich Angst. Oh je. Ist nicht leicht, Jäger zu sein. Vielleicht muss ich auch eine gute Rüstung haben. Momentan ist wahrscheinlich meine Rüstung recht veraltet. Ja, ja, Level 11. Level 8 sogar. Vielleicht mal eine neue Rüstung kaufen. 88.000 haben wir. Also, wir müssen hier... Hä? Da drüber gehen. Okay. Aber dafür muss ich ja nicht in den Allerstrand, kann ich ja oben durch. Aber das Spiel zwingt einem, hier unten durchzugehen. Und dieser Communicator hier ist auch für eine Quest, denke ich mal. Aber für eine, die ab Level 36 ist, denke ich mal. Die habe ich jetzt mit dem Barbar noch nie gehabt. Okay, mit dem habe ich auch nicht viele Quests gemacht. Ja.
Vielleicht kommt sie ja noch. Vor Level 36. Und hier ist der Lackrei. Magneten sammeln wahrscheinlich. Sonst machen die großen Singen eigentlich nichts mehr hier. Außer Magneten sammeln. Das Spiel. Wer hat die meisten Magneten? Ich bin der Beste. So ist das Spiel langsam. Es ist. Man sammelt eigentlich nur noch Reichspunkte. Also Königreichspunkte. Und Magneten. Sonst sammelt man eigentlich nichts mehr. Und das ist eine. Ja. Die Menschen wollen halt einfach hier Sachen durch Handeln bekommen. Und das ist gegen meinen Geschmack. Ich könnte Sachen verkaufen, kein Problem. Aber entweder nur über die Gilde. Oder einfach, weil ich das Item gerade nicht brauche. Also das Item weghaben will. Aber mehr kaufen möchte ich mir, sage ich nicht. Also wenn ich sie geschenkt bekomme, ja. Ich kann ja schlecht eigentlich. Wo muss ich jetzt hin? Da rein? Aha. Ich kann ja mir schlecht die Sachen, die mir geschenkt werden, abdrücken, ihm wiedergeben, zurückgeben oder so. So. Und hier? Umgebung von Alten. Ah, das ist die Quest zum Erkunden. Die ist mega scheiße. Ich gehe jetzt extra nicht dort bei diesem langweiligen Aufgang hoch, sondern da drüben. Weil muss ich sowieso hier drüben hoch. Gut. Das ist der Weg dort hoch. Der geht über mehrere Zickzack. Der ist einfach nur scheiße. So. Ja, hier ist auch alles leer gesucht. Die Leute suchen nur noch Magneten. Frechheit so. Ich hatte gestern Mittag war das ungefähr, hatte ich 3 Steine direkt neben dem Startgebiet, ja nicht dem Startgebiet, dort wo ich eigentlich immer da die Magneten sammle, und zwar hier. 3 Magneten hatte ich hier. Eine hat 5 Magneten gegeben und die anderen 2 1 Magneten. Also hatte ich 7 Magneten mit 2-3 Meter Laufen bekommen. Und nachdem hatte ich keinen Bock mehr. Hatte ich nicht weitergesucht. Ich ging noch hier hier hoch und dann hatte ich keinen Bock mehr. Weil als ich dort hochging, hatte ich gemerkt, die Leute haben das schon durchgesucht. Und ich hatte einfach Glück, dass ich da 3 Magneten hinter einem Felsen gefunden habe. Aber ich glaube, ich weiß, wo das war. Das war hier, hinter diesem Felsen, waren die 3 Magneten. Viele Menschen gehen hier farmen, suchen, aber vergessen hier hinten zu suchen. Und da hat sich wahrscheinlich diese Magneten gesammelt. Und die habe ich dann eingesammelt, oder? Und hat eben 7 auf einem Streich eigentlich. 2 waren sogar innen drin und der andere war ein bisschen 2 Meter weiter weg. Es war ein riesen Jubel eigentlich für mich. Aber eben, ich bin ja nicht der, der Magneten braucht. Außer zum Austesten, euch zeigen und so. Aber mehr brauche ich das nicht. Ja. Jetzt sind wir hier, jetzt müssen wir ins Allerhead-Tal. Und wo ist Allerhead-Tal eigentlich? Dort rechts, oder? Was ist das, Allerhead? Ja. Okay, dann müssen wir hier oben wieder durch. Also vor allem eben, wenn ich mal Glück habe, dann habe ich schon ein bisschen Spaß dran. Aber eben, wenn ich merke, da wurde alles leer gesucht und so, dann ist die Suche auch schon fertig. Mehr suche ich nicht. Also einmal pro Tag, vielleicht gerade, wenn ich gerade einen Magneten einsammle, suche ich noch ein bisschen. Aber für was Ding, wenn die anderen sowieso immer zuvorkommen, weil es zu viel sind, sind manchmal 5-6 Leute am Suchen. Und die wetten sich wahrscheinlich manchmal recht böse, depressiv angucken. Ja, so leider das Spiel. Also,
Was jetzt zum Beispiel bei manchen Maps so ist, das Spiel ist überhaupt nicht für Multimassive, also MMORPG gedacht. Das Spiel ist eher für Einzellevel gedacht. Später dann ist es klar. Später in der Reichsschlacht und so ist das Ding, aber sie hätten lieber zwei Arten Spiele gemacht als nur eins und dann so langweilig. Ja. Okay, jetzt haben wir hier noch ein bisschen erkundet, gut. Wo ist die Quest schon gewesen, glaube ich, in diesem Haus dort. Ja. Gut. In einer der nächsten Parts werde ich wahrscheinlich dann Reisquests machen. Weil man eben eigentlich nur Botenaufträge machen kann, ist es halt ein bisschen langweilig. Ich weiß nicht, ob ich das überspringe und dann erst wieder weitermache, wenn ich ja, wenn ich da ein paar Level gemacht habe. Weil so ist es richtig langweilig. Und da ich momentan mit dem Beschwörer gerade Reichsquests mache, mache ich mit dem weiter, sobald er wieder ein paar Quests hat. Und dann machen wir eben ein bisschen den Beschwörer weiter und vielleicht dann mal wieder den Barbaren, je nachdem. Und wir haben Gamaschen des Lichts für Bogenschütz und Krieger. Die behalten wir. Was ist denn los? Hallo, ich kann nicht mehr steuern, Mann. Die Kamera ist kaputt. So. Gut. Für Magier Level 15 ist aber schwach. Jetzt müssen wir suchen, wo wir noch Quests haben. Haben wir alle erledigt. Wir müssten diese schon fast noch machen, manuell mit Mobs. Weil hier haben wir, glaube ich, auch keine Quests mehr gehabt. Ja. Ja. Sonst würden die Dinge schon lange zu sehen sein. Ich glaube, wir haben keine Quests mehr. Gar keine mehr. Nur noch die zwei Magneten-Quests. Ah, das ist blöd. Haben wir etwas zu trainieren? Nein, haben wir beides null. Ja, das ist nur eine Quest. Also gehen wir mal zu Melekit. Metenet. Ah, Melekiti, dort hat es noch keine Quests. Medenet, genau, und schauen dort, ob es Quests gibt. Sonst eben irgendwo leveln. Am besten bei blauen, weil die Dinge anderen sind noch ein bisschen zu schwer. Jo. Mein Internet wurde irgendwie stärker gemacht vom Swisscom. Ich kann jetzt ein 28-Minuten-Video in 28 Minuten hochladen. Also eine für eine Sekunde. Für eine Minute brauche ich eine Minute zum Hochladen. Also fast als würde ich das Video schauen ganz. Und das finde ich richtig cool. Also da könnte ich mir noch Zeit nehmen und ein anderes Video schauen, das auch eben, meine Videos sind eigentlich immer so 25 bis 30 Minuten lang oder noch länger. Und da kann ich getrost ein anderes Video schauen, kann ich sogar noch wegen Fehler überprüfen, alles mögliche gut. Finde ich genial, ich hoffe es sind alle so gut, nicht nur wo schlechte Grafiken hat, also nicht so gute Grafiken. Bei Sekiro 2 da geht es länger, ich weiß jetzt aber nicht, ob ich das noch weitermache, weil es nicht so beliebt ist. Dabei ist es so ein geniales Spiel und mit dem Mod zusammen extrem genial. Leider nicht beliebt. Aber eher, weil es unbekannt ist und nicht, weil
ja, niemand es schauen will. So. Ich habe hier keine Quests. Ich möchte mal zum Rüstungshändler. Wo ist der Rüstungshändler her? Hier war ich eigentlich fast nie am Handeln, weil es immer so hochlevelige Waffen hier gibt. Da ist ja mal gar niemand hier. Da drüben. Da ist auch niemand. Da ist ein Schneider. Das ist wahrscheinlich Magierschneider, das. Ja, aber eben hochlevelig wie die Sau. Für Barbar. Ah, hier habe ich, glaube ich, auch die Barbaren-Items. Schütze. Barbar. Ja, hier habe ich manchmal die Barbaren-Items gekauft. Schütze. Keine Jäger-Items. Doch, jetzt Jäger. 43. Boah. Ja. Ja, was soll ich jetzt machen? Wo trainieren? Oh, Magnanit. 2x96 Goldmünzen. Was? So, jetzt. Magnetstück, sehr schön. Ja, suchen wir noch ein bisschen Magneten, weil wir gerade hier, denke ich mal, gerade eine gute Position haben. Hier hinten hat es meistens auch noch ein paar. Falls ihr es mal bemerkt habt, ich habe mal einen Part verschluckt. Ich habe ihn aufgenommen, habe ihn bearbeitet und habe dann irgendwie ein paar gelöscht oder so. Oder ist selbstständig gelöscht. Keine Ahnung. Und konnte ihn dann nicht hochladen, weil er nicht mehr da war. Und ja. Bei diesem Part hatte ich eigentlich nicht viel gemacht. Ich hatte einfach so über Spiele geredet, wie so die Spiele ticken in den Fortschlachten, weil ich mit dem Barbars in den Forts war. Und dort einen Jäger, zwei Hexer und einen Beshi beobachtet haben, wie sie kämpfen und so. Und ja, fand es irgendwie noch lustig, wieso der Beshi eigentlich den Jäger geholfen hat, der recht schwach war, und die anderen im Stich gelassen hat, weil hätten lieber den stärkeren Hexer geheilt, der auch angegriffen wurde. Aber als Beshi, da kannst du eigentlich, wie soll ich sagen, man hat halt viel zu tun als Beshi, wenn man mal abgelenkt ist, einer am Rauchen ist. Nein, einfach so. Vielleicht war es ja sein Kollege, der Jäger, und der hat ihn einfach die ganze Zeit geheilt. Oh, schaut mal, der fliegende Stein hier. Ist er nicht süß? Und neben ihm noch ein fliegender Stein. Die Zwillingsfliegende Steine. Wow, und hier hat's Gesichter. Nochmals ein fliegender Stein. Willkommen im Reich der fliegenden Steine. Und der Säulen im Boden. Hübsch. Hier hat's halt alles hochlevelige Monster. Alles unmöglich. Nichts ist unmöglich. Doch, doch, hier. Tja, also. Nun gut, jetzt das nicht eine so lange Folge. Ich bedanke mich trotzdem für das Zuschauen, und nächste Folge haben wir dann mehr zu tun wieder. Wir sind momentan sehr, sehr questarm hier. Sehr schade. Also, tschüssi, Leute.